Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ausschreitungen von Anhängern des scheidenden Präsidenten Trump überschatten in beispielloser Weise den Machtübergang in den USA. Gestern Abend stürmte eine wütende Menge das Kapitol in Washington, als dort der Wahlsieg des Nachfolgers Biden bestätigt werden sollte. Der formelle Akt wurde erst Stunden später vollzogen, nachdem Sicherheitskräfte das Gebäude geräumt hatten. Politiker quer durch beide Lager zeigen sich erschüttert und entsetzt. Verrat steht auf dem Transparent, das nach dem Sturm auf den Kongress übrig geblieben ist. Ansonsten Vandalismus und Zerstörung in den Büros der Abgeordneten. Nachdem die Lage wieder unter Kontrolle ist, zeigt sich das ganze Ausmaß der Wut. Ermutigt durch Äußerungen von Trump war ein Protestmarsch seiner Anhänger gestern eskaliert. Tausende zogen vor den Kongress, der offenbar nicht ausreichend gesichert war. Die Demonstranten stürmten ins Innere. Stopp den Stimmendiebstahl, skandierten sie mit dem abgerissenen Büroschild von Nancy Pelosi als Trophäe und posierten im Stuhl der demokratischen Mehrheitsführerin. Die Sitzungen in beiden Kammern mussten abgebrochen werden. Viele Abgeordnete saßen in den Sälen fest, versuchten sich zu verschanzen und vor möglichen Angriffen in Deckung zu gehen. Das hat sich angefühlt wie zuletzt vor 15 Jahren, als ich als Soldat in Irak und Afghanistan meinen Weg freikämpfen musste. Der Secret Service sicherte die Türen. Die Abgeordneten wurden aufgefordert, wegen Tränengases ihre Atemschutzmasken aufzuziehen. Im Tumult wurde eine Demonstrantin angeschossen, die im Krankenhaus stirbt. Die Polizei bestätigt später, drei weitere Menschen seien durch medizinische Notfälle ums Leben gekommen. Der gewählte Präsident Biden äußerte sich in seinem Heimatort tief betroffen. Zu dieser Stunde gibt es einen beispiellosen Angriff auf unsere Demokratie, so wie noch nie zuvor in der modernen Geschichte. Ein Angriff auf die Festung der Freiheit, auf das Kapitol selbst. Aus dem Weißen Haus lange Zeit keine Reaktion auf das Wüten. Erst nach massivem Einwirken seiner Mitarbeiter veröffentlichte Trump eine Videobotschaft. Darin forderte er die Menge auf, nach Hause zu gehen, betonte aber weiter den Wahlbetrug. Wir können nicht in die Hände dieser Leute spielen. Wir brauchen Frieden. Also geht heim. Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Nach fast 4 Stunden konnte die Polizei den Belagerungszustand beenden. Noch am Abend nahm das Parlament seine Arbeit wieder auf. An diejenigen, die heute in unserer Hauptstadt gewütet haben, ihr habt nicht gewonnen. Gewalt gewinnt nie, Freiheit gewinnt. Und das hier ist immer noch das Haus des Volkes. Nach Stunden des Chaos wird Biden in der Nacht als künftiger US-Präsident bestätigt. Weil Trump weiter Tweets über Wahlbetrug veröffentlicht, sperrt Twitter seinen Account für 12 Stunden. Deswegen veröffentlicht ein Mitarbeiter heute eine Erklärung des amtierenden Präsidenten. Darin widerspricht Trump weiterhin dem Wahlergebnis, kündigt aber eine geordnete Amtsübergabe an. Es sind noch 13 Tage bis zur Vereidigung von Joe Biden. Claudia Buckenmeier in Washington, welche Konsequenzen könnte der Sturm auf das Kapitol haben? Ja, hier fordern inzwischen immer mehr Politiker die Amtsenthebung von Donald Trump. Aber dass es dazu wirklich bis vor dem 20. Januar noch kommen könnte, scheint bisher zumindest eher unrealistisch. Was bleibt nach diesem Tag gestern? Verunsicherung, Entsetzen und vor allem eine Mammutaufgabe für Joe Biden. Denn der muss alles tun, um zu versuchen, dieses Land wieder zu versöhnen. Und das angesichts dessen, dass die Unterstützer von Donald Trump ihn nach wie vor nicht als rechtmäßig Präsidenten anerkennen. Und er muss auch damit rechnen, dass Donald Trump nach dem 20. Januar ganz und gar nicht sich zur Ruhe setzen wird. Er hat ja bereits angekündigt, dass der Kampf, Amerika wieder groß zu machen, sein Schlachtruf sozusagen, dass der erst begonnen habe. Vielen Dank, Claudia Buckenmeier in Washington.
Bestürzt und fassungslos, so äußerten sich Regierungen in aller Welt nach den Ausschreitungen der Trump-Anhänger in Washington. In vielen Reaktionen schwingt zudem Sorge mit um den Zustand der Demokratie in den USA. Für die Eskalation der Proteste wird in erster Linie der scheidende Präsident verantwortlich gemacht. Die Bilder von den politischen Krawallen in Washington, sie dominieren heute die Weltnachrichten, egal ob in Russland, China oder Europa. Wütend und traurig hätten die Ereignisse sie gemacht, sagt etwa die Bundeskanzlerin. Eine Grundregel der Demokratie ist, nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt. Die Reaktionen auf die Ereignisse in den USA füllen den Nachrichtendienst Twitter. Vor allem europäische Staats- und Regierungschefs machen Trump verantwortlich für die Ausschreitungen. Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen. Von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze, auch von allerhöchster Stelle. Die EU-Spitzen bedauern insbesondere den Verfall der demokratischen Grundwerte. Jeder Präsident hat bis in die letzten Tage seines Amtes Verantwortung für seine Worte. Man konnte gestern sehen, wie aus Worten Taten werden. Eine Demokratie ist nie selbstverständlich. Die muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Der Iran, für die USA Staatsfeind Nummer 1, nutzt die Chance zur Generalkritik. Die Ausschreitungen hätten gezeigt, dass Demokratien nicht besonders stabil seien. Aus der Volksrepublik China klingt das diplomatischer. Man hoffe, dass die Stabilität des Landes so schnell wie möglich wiederhergestellt werden könne. Großbritanniens Premier Johnson hatte große Hoffnungen in Trump gesetzt. Nun distanziert er sich. Er hat die Leute ermutigt, das Kapitol zu stürmen. Er hat ständig das Wahlergebnis in Zweifel gezogen. Und das war meiner Meinung nach total falsch. Die meisten Lenker der politischen Welt sind entsetzt über die Ausschreitungen in Washington. Die Krawalle in Washington haben die Stichwahlen für den Senat im US-Bundesstaat Georgia in den Hintergrund rücken lassen. Nach Berechnungen mehrerer US-Medien konnten sich die Demokraten Warnock und Ossoff durchsetzen. Für den künftigen Präsidenten Biden erweitert sich damit der politische Handlungsspielraum im Kongress, weil die Demokraten jetzt beide Kammern kontrollieren. Zum Sturm auf das Kapitol sendet das Erste heute einen Brennpunkt direkt nach dieser Tagesschau. Wie es dazu kommen konnte, dazu finden Sie eine Analyse auf tagesschau.de. CSU und CDU wollen geschlossen ins Wahljahr 2021 gehen. Das sei auch mit Blick auf die Corona-Pandemie geboten, so CSU-Landesgruppenchef Dobrindt zum Abschluss der Klausurtagung. Bundeskanzlerin Merkel ergänzte, beide Parteien hätten aus der Vergangenheit gelernt. Die Kanzlerin war dem Treffen, das weitgehend online stattfand, zugeschaltet. Inhaltlich will sich die CSU für eine Stärkung der Familien, die Digitalisierung in Schulen und den Schutz der Außengrenzen einsetzen. Die Zahl der Menschen, die sich innerhalb eines Tages mit dem Coronavirus infizieren, ist in Deutschland weiterhin sehr hoch. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 26.391 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 1070. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist unter Pflege- und medizinischem Personal offenbar geringer als erwartet. Mehrere Mitglieder der Bundesregierung riefen dazu auf, das Impfangebot stärker wahrzunehmen. Nicht nur zum Eigenschutz, sondern auch zum Schutz von Patienten und Pflegebedürftigen. Kanzleramtsminister Braun sagte, das Risiko einer Impfung sei viel kleiner als das Risiko einer Corona-Infektion. Normalität sieht anders aus. Im Speisesaal des Seniorenheims Wichernhaus im rheinland-pfälzischen Zweibrücken werden Corona-Tests gemacht. Vor etwa einer Woche konnten sich Bewohner und Personal hier auch impfen lassen. Etwa die Hälfte der Pflegekräfte hat das bereits gemacht. Svetlana Kloß würde gerne, wartet aber aufgrund ihrer Rheumaerkrankung. Leider nicht. Ich habe mich nicht impfen gelassen, weil für mich persönlich kommt das momentan nicht ins Frage. Pflegedienstleiterin Karina Haag beobachtet Verunsicherung bei den Pflegenden. Das Wissen über den Impfstoff fehlt einigen Mitarbeitern einfach noch. Und die erwarten mehr Aufklärung.
Nur etwa die Hälfte der Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen will sich impfen lassen. Das schätzt zumindest der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Aufklärung sei jetzt wichtig. Interessanterweise holen viele ihre Informationen aus Facebook oder irgendwelchen obskuren Foren, anstatt mal auf die Foren vom RKI zu gehen und sich da wirklich ordentlich zu informieren. Um die Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern besser zu schützen, fordern Patientenschützer nun verpflichtende Corona-Tests vor jeder Schicht. Die täglichen Tests bringen ein Extra an Sicherheit. Und darum geht es. Zweigleisig fahren, tägliche Tests ergänzend durch Impfung ist die Chance, durch diese Pandemiekrise zu kommen. Die Hoffnung, dann würde in Pflegeeinrichtungen in Deutschland wieder ein Stück Normalität einkehren. In Deutschland könnten neue Corona-Varianten wie die Mutation aus Großbritannien vergleichsweise lange unerkannt bleiben. Nach Einschätzung mehrerer deutscher Wissenschaftler fehlt in den Laboren hierzulande ein ausreichendes System zur Überwachung. Wie Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, hatten Virologen Gesundheitsminister Spahn bereits vor Ausbruch der Pandemie auf das Problem hingewiesen. In Großbritannien entschlüsseln die Labore bei positiven Tests oft auch den genetischen Bauplan der Erreger. Das Krankenhaussystem arbeitet am Limit. In Großbritannien steigen die Infektionszahlen massiv. Ein Grund: eine offenbar ansteckendere Corona-Mutation. In Deutschland wurde diese Variante erst ein paar Mal entdeckt. Aber die Dunkelziffer könnte sehr hoch sein. Der Bauplan des Virus wird hier nämlich nur selten genau entschlüsselt. Wird in Großbritannien jeder 15. positive Fall analysiert, ist es in Deutschland nur jeder 900. Virologen fordern, dass diese Analyse, die sogenannte Sequenzierung, ausgeweitet wird. Wir schauen uns die Viren, die in Deutschland auftreten, nicht genauer an. Wir haben nur wirklich ganz rudimentäre Vorstellungen von den Varianten und den Virusgenomen, die in Deutschland prävalent sind, die in Deutschland vorkommen. Hierzulande testen private Labore, ob jemand positiv ist. Die aufwendige Analyse des Bauplans übernehmen meist Universitäten mit speziellen Geräten. Mehr Probenaustausch und eine bessere Finanzierung fordern führende Virologen. Schon vor dem Corona-Ausbruch hatten sie in einem Brief an das Bundesgesundheitsministerium die Schwächen im System kritisiert. In dieser Woche kündigte nun die Bundesregierung eine Ausweitung der Analysen an. Nur so, sagt Virologe Tim, ließen sich frühzeitig Ausbrüche durch neue Virusvarianten kontrollieren. Das möchte man beobachten, schon deswegen, weil dann möglicherweise auch mal Varianten entstehen, die eine veränderte biologische Eigenschaft mit sich bringen, wie jetzt eben diese Variante aus England. So könne man auch feststellen, ob der Impfstoff weiter gegen das Coronavirus wirksam ist. China hat wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs die Hauptstadt der Provinz Hebei abgeriegelt. Bahnhöfe und der Flughafen wurden geschlossen. Die 11 Millionen Einwohner dürfen die Metropole nicht mehr verlassen. Die Behörden führen zudem Massentests durch. Zuvor war die Zahl der Neuinfektionen in der gesamten Provinz binnen weniger Tage auf mehr als 230 gestiegen. In den letzten Monaten hatte es in China nur noch vereinzelt Corona-Fälle gegeben. Millionen orthodoxer Christen begehen heute das Weihnachtsfest. Wie hier in Russland wurde die Geburt Jesu in nächtlichen Messen gefeiert, teils mit begrenzter Teilnehmerzahl. Auch auf dem Balkan, etwa in Bosnien und Herzegowina, nahmen Gläubige an Gottesdiensten teil. Die russisch-orthodoxe wie auch die serbisch-orthodoxe Kirche feiern Weihnachten später, weil sie noch am julianischen Kalender festhalten. Die anderen christlichen Kirchen richten sich nach der gregorianischen Zeitrechnung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. Januar. Unter Tiefdruckeinfluss setzt sich morgen das winterliche, in den Niederungen eher nasskalte Wetter fort. Heute Nacht schneit es gebietsweise, vom Westen bis in die Mitte zum Teil auch kräftiger. Morgen halten sich meist dichte Wolken. Am häufigsten schneit es in der Mitte. In den Niederungen des Westens und Nordens fällt auch Schneeregen oder Regen. In Alpennähe scheint häufiger die Sonne. In der Nacht Tiefstwerte von plus 2 bis minus 11 Grad. Morgen werden im Bergland minus 2, in Ostfriesland plus 4 Grad erreicht. Am Samstag vor allem im Osten noch etwas Schnee, sonst oft trocken und ab und zu Sonne. Am Sonntag ruhiges Winterwetter mit Sonne, Wolken und Nebel. Montag breiten sich im Norden und Nordwesten wieder dichte Wolken mit Schnee und Regen aus.
Die Tagesthemen sehen Sie um 22.25 Uhr. Darin: Zerrissene Nation, lässt sich die Spaltung der USA heilen? Fragen von Ingo Zamperoni an den konservativen Publizisten David Frum. Und Deutschland-Trend, große Mehrheit für Fortführung des Corona-Lockdowns.